mich Richtung Tresorraum gegangen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Weil neues. So ist das, so ist das. Warte, bevor du dazu machst, lass mich meine Kamera anbringen. Jetzt kannst du zoomen. Entschuldigung, ich habe mich verdrückt. Ich wollte eigentlich hier. Ich verdrück mich auch gleich. Ich war eigentlich auf. Einsatzbereit. Ja, er rollt schon die erste Kamera rein. Ja, schon klar. Ich hätte noch eine Sprengfalle, falls ihr da noch was braucht. Aua! Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Sollen sie nur kommen. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Setze Nitro-Handy ein. Bleib scharf gemacht. Tür im Auge behalten. So, dann checken wir mal meine Kameras. Korridor. Sauber. Lobby. Wird schon geschossen durchs Fenster durch. Sehr gut. Ich sehe nämlich keinen Gegner. Außerhalb, alles klar. Eine Kamera zerschossen. Zweite Korridorkamera. Ach du Scheiße. Ja, nee, ist klar. Die Säcke, Junge. Fickt euch doch, Alter. Schießt mir dann. Die schießt wieder durch die Säcke. Die schießen durch das offene Ding, wo hier offen ist. Die schießen. Ja, irgendwas hat mich nämlich ziemlich erwischt. Ja, wo wollen sie durch? Ich hab hier einen. Draußen hängt auch noch einer am Seil. Ja, ich sehe es aber gerade nicht wo. Ja, wo ich sie markiere gerade eben. Zwei Stück. Ja, ich suche gerade. Da ist er. Scheiße. Er ist gerade in dem Moment weggegangen. Komm mal her. Drei Komm Gegner her. Auf Visier? Ja, ich hab einen auf Visier. Ich hab hier also drei ich Stück. Ich hab sie nicht auf Visier, der muss nur einen kurzen Schritt nach rechts tun. Weil dann hab ich den hier das Loch durch. Ja, Leute, fickt euch doch. Das Loch mache ich wieder zu. Tschüss. Hatte ich nicht drei Kameras angebracht? Wenn da eben noch drei waren, dann sind jetzt nur, müsste es vielleicht nur noch einer sein. Ich weiß nicht, was, wie viel sie weggeschossen haben. Das sind noch zwei Gegner. Drei Gegner. Ne, zwei, der eine ist raus. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Super. Du wieder. Ja. Bin natürlich jetzt extrem mutig. Sehr mutig. Ja, was will ich machen? Ich muss auf Risiko gehen. 10 Sekunden noch. Geisel von irgendwo dich verstecken, weil die es nicht in 13 Sekunden schaffen. 10 Sekunden noch. Versteck dich. Ein Gegner verbleibt. 5 Sekunden noch. Versteck dich. Knie dich hin. Leg dich irgendwo hin. Gegner haben die Geisel verloren. Leider keine Zeit mehr. Ja, das dachte ich mir auch in dem Moment, dass ich den quasi zu mir mal komplett zurückziehe. Ich war im anderen Modus, ich war mich auf Angriffsmodus, deswegen bin ich so offensiv rausgegangen. Aber egal, habt ihr doch. Ich gehe jetzt auf Scharfschütze. Komm, das drehen wir noch. Yeah. Ja, mal abwarten. Was soll das? Immer ein bisschen positiv sein. Thank you.
dann bleibe ich mal auf Distanz jetzt mit meinem Scharfschützen. Manchmal das gleiche Spiel, wie die mit mir gemacht haben, durch die Scheibe schießen. Ich hoffe, dass die Geißel im gleichen Raum ist. Der stand, nicht lang genug, dass ich den hätte kriegen können. Ich hatte nämlich das doch, habe ich den nämlich gesehen. Aber ich hatte drei markiert, einer war sogar außerhalb vom Gebäude an der Wand und hat mich da abgeschossen, diese miese Sau. Okay. Ja, wie gesagt. Einmal durch die Wand weggeschossen und einmal durch die Wand angeschossen. So. Guck mal, dass die Geißel im gleichen Raum ist. Das hat uns Hammer wieder verkackt. Ich kann noch nichts sagen. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden. Sieht aber gerade nicht. Nee, sieht sie nicht. Rettungsversuch kann beginnen. Geisel finden und sichern. Geisel finden und Feinde eliminieren, ja. Geisel ist nicht. Oh, was? Wunderbar. Sehr was? Gut. Alter, hat er den links reingeschickt und nochmal seine Drohne durchgeschickt. Deswegen stand hier rum. Gut. Gut, das heißt eben erdig. Also nicht das, was ich vermutet habe. Ich wollte hier hinten die Tiefgarage mal probieren. Wer weiß. Naja, ich versuch's lieber durchs Dach. Läuft einer. Ist einfach nur, ich muss jetzt wieder die Treppe finden, hochzukommen. Weil ich hier unten im Serverraum. Ich bin oben auf dem Dach und hab grad einen gesehen. Hab ihn das, aber nicht getroffen. Da ist die Treppe. Tot. Jetzt frag ich, wo der weiter stand. Okay, das war jetzt keine Killcam, verstehe ich nicht. Sprengbereich räumen! Fester! Verharre gerade zu sehr. Darf ich nicht, ich muss in Bewegung bleiben. Nachladen. Drei, zwei. Ein Gegner verbleibt. Es bleiben noch 15 Sekunden. Come on, okay, hol ihn euch. 10 Sekunden übrig. Yes! Ha! Anschluss. Neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Ja. Ah, da wäre er gewesen. Nach dem, wo ich die ganze Zeit hatte, der war schon lang tot. So, Runde 6. Jetzt müssen wir vernünftig verteidigen. Serverraum. Ach, wen nehmen wir denn? Ich muss mir noch einen Scharfschütze irgendwie mal zusammenbasteln im gegnerischen Team. Komm, zumindest jetzt mal eine Runde hinaus gleich zu machen. Ja, wunderbar, Tresorraum, weil der ist, glaube ich, auch relativ einfach zu verteidigen. Nur, dass wir es. Achso, wir sind ja Verteidigungsteam. Wir sind Verteidigungsteam.
Das heißt, wenn wir jetzt, wenn wir es jetzt schaffen, könnte man dann entscheiden und runter der Angriff, der Dings sein. Weil der Raum hier ist wirklich easy zu verteidigen, eigentlich relativ einfach zu verteidigen. Stacheldraht wird ausgelegt. So, dann lass mal hier Dingens hin, die Bären fallen. Mhm. Hast du eine Dingens, eine Panzerwand zum Hochziehen? Nee, du hast Stacheldraht und Dingens, schade. Nur noch 5 Sekunden. Wow. Ach, wir haben einen Störsender hier. Geisel wurde nicht lokalisiert. Errichte eine Barrikade! Die Wand müssen wir zumachen. Wunderbar. Der liegt das da hin. Können wir die Safe-Tür zu noch? Ja, das wäre geil, wenn ihr die Safe-Tür zumachen könntet. Nein, nicht zu machen, aber zumindest zu verbarrikadieren, weil das ist, wäre zumindest die einfachste Variante. Ja, das Problem ist, dass wir hier halt sehr offen sind. Hör doch auf, das schöne Geld! Bis ihr euch selber K.O. schlagt. Und dann ist wieder das Geheule groß. Hindu! Party! Achtung, ist gut jetzt. Haben Sichtkontakt begleitet. Siehste, und schon geht's los. Ja. Setze Willkommensmatte ein. Ja, jetzt ist es spät, mich in den Aufzug zu stellen. Ja, die kommen von der anderen Wand. Hörst schon. Ich geh davon auch aus, dass die von der großen, von der. Nee, tun sie nicht. Die kommen hier durch. Scheiße, die haben gerade meine Willkommensmatte zerschossen. Die kommen auch von der Wand. Ja, sie kommen von der Wand. Ja. So. Mann, habe ich statt. Aber dann hat sich was bewegt. Fuck it! Ich habe den Typen nämlich gesehen. Ich wusste, wo der stand. Au! Er hat sich immer wieder weggezogen. Ach, von da ist der gekommen. Nein, das gibt's doch nicht. Wieso? Was? Wie kann der mich treffen? Von der Seite ist der Sack gekommen, von der offenen Seite. Da war ein Gitter offen, ich krieg die Motten. Scheiße, 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 das war's. Schade, wir waren so schön wieder dran. Von der Seite hat er mich geholt, der Sackdrecksack, ey. Alter, die haben uns aber auch jetzt kurz weggeräuchert. Schade, wir waren so schön dran. Wir waren doch 2 zu 3 dran. Aber gut, 0 zu 3 hinzulegen und dann. Schade. Schade. Kein Kill, geil. Ich auch nicht. 6 Matches bis zur Rangvergabe. Machen wir noch eine Runde? Ja, klar. Und noch ein bisschen Zeit. Naja. Ja. Mindestens noch eine Dingens bis zur nächsten Aufnahme. Ja, das auf jeden Fall. Das Gute an deinen Folgen ist, die sind recht lang, also die Ranked-Mission. Ja, das war gut. Wir waren, das erste war ja ein 4-1 oder was war das, glaube ich. Und das zweite war jetzt ein 2-4, also 5-6 Runden immer. Ja, die gehen halt 4 Runden anstatt 3 Runden, also regulär, wenn du gewinnst, eine komplette Season durch. Ja, gut, ja stimmt. Weil die normalen Missionen gehen ja bloß 3 Runden und dann ist gut, außer du kriegst einen Ausgleich dementsprechend. Und hier sind es halt 4. Ich denke, dass wir noch ein Ranked-Match schaffen. Ja, das müsste noch rein. In der Aufnahme, dann sollte es eigentlich wohl sein. Aber gucken wir mal. Also, das hätte ich gerne nochmal gehabt. Also, wenn wir da noch reingekommen wären, aber jetzt in der letzten Runde, wir haben uns echt zu dämlich angestellt. Mist, ich hatte einen Typen auf dem Visier. Der war nämlich relativ hell gekleidet, den konnte ich sehen. Wollte gerade in dem Moment schießen. Und dann bin dann quasi längst durch die Gitterstäbe erwischt worden. Einer wieder raus, komm rein. Einer wieder rein.
Dann dürfte das eigentlich fast schon wieder ein Level abgeben. Zwei neue. Wieder im Poker, zwei neue zum Sieg. Naja, schauen wir mal, ob es was bringt. Den Spruch gibt es tatsächlich bei FIFA. Den hat ja bei FIFA, wenn du doppelt wechseln kannst, dann zwei neue sollen den Sieg bringen. Ja. Verteidigung. Wen nehmen wir denn? Bleibt man mal bei der. Ja, nee, ist klar. Was denn? Ja, sind meine zwei Spieler weg. Ach, nehmen wir sie. Okay. Welchen hast denn du genommen? Jäger. Hast du Glück gehabt? Ich dachte, du hast meine Spieler genommen.